Fast 2 Jahre ist es her, seitdem mein Uno-Scooter bei mir ankam. Inzwischen bin ich knapp 4.500 Kilometer damit gefahren und kenne auch 3 andere Uno-Fahrer, einer davon, der weit mehr als 10.000 Kilometer auf dem Tacho hat. Wie hat er sich in der Zeit geschlagen? Oder mich? Und die viel wichtigere Frage, würde ich ihn wieder kaufen? Oder lieber barfuß laufen. Der Roller und ich haben ja nach 400 Kilometern ins Bett gehen gespielt. Ich habe mich mit ihm hingelegt. Nach 650 Kilometern das erste Fazit, nicht so positiv. Nach 1800 Kilometern ein bisschen besser. Nach 4500 Kilometern sprechen wir jetzt mal über Werkstätten, Versicherungen, über Software-Updates und Kosten. Einer der Hauptgründe für den Uno war für mich ganz eindeutig das Design. Plankton sieht immer noch toll aus, auch wenn bis heute einige Plastikteile nicht richtig passen. Ich persönlich liebe aber am meisten den Stauraum, denn damit mache ich für uns immer noch die Wocheneinkäufe, also für meine Frau und mich und unsere beiden Söhne. Ich fahre immer wieder zu unserem Haus, wo wir heute tatsächlich mal sind, und mit irgendwelchen Sachen. Das heißt, ich habe immer wieder was im Stauraum, ich habe dazu einen Rucksack auf und auch noch was zwischen den Beinen. Also eine Tüte mit Sachen. Das Licht vorne ist eher so meh. Also man braucht schon Straßenbeleuchtung, um in der Nacht wirklich ausreichend zu sehen, meiner Meinung nach. Man kann es zwar noch ein bisschen einstellen, aber es ist trotzdem jetzt nicht unbedingt für Überland gemacht. Dafür wird man gut gesehen. Das Ding ist schön hell, also Rücklicht, Blinker, gar kein Problem. Und man sieht auch gut, zum Beispiel durch die Rückspiegel, weil die ausreichend lang sind. Und auch das Display kann man zu jeder Zeit gut ablesen. Allerdings ist das schon nach relativ kurzer Zeit ziemlich zerkratzt, weil man halt ständig diese Karte auflegt. Ich mache das zwar inzwischen nur noch per App, aber hey, manche Leute geben für so einen Vintage-Used-Look echt viel Geld aus und vielleicht sollte man das als solchen vermarkten. Überhaupt hat der Roller so ein paar Abnutzungsspuren, zum Beispiel vorne an der Gabel, da hat sich so ein bisschen Rost angesammelt, da muss man mal mit Elsterglanz ein bisschen drüber polieren und auch ja, halt von meinem Sturz und so ein bisschen dreckig ist er auch, kann man alles sauber machen. Aber ich muss sagen, insgesamt sieht er nach den 2 Jahren und er stand ja die ganze Zeit draußen, bei jedem Wetter ohne irgendeine Abdeckung, eigentlich noch ziemlich gut aus. 2 Personen finden auf dem Roller Platz. Allerdings ist das für Kinder so ein bisschen ein exklusiver Club, weil erst wenn die Kinder mit ihren Beinen an die Fußrasten kommen, haben sie quasi das VIP-Ticket, um hinten drauf mitzufahren. Zum Zeitpunkt der Aufnahme kommt der Uno-Scooter in 2 Varianten. Der günstigeren 2 Kilowatt Move-Variante, die wahrscheinlich so langsam beschleunigt, dass man da das Ding eher anschiebt. Move. Der fährt eigentlich ganz okay. Ich konnte ihn einmal testen. Und der etwas teureren Pro-Variante in 4 Kilowatt. Das ist auch die Version, die ich hier habe. Die Move-Variante hat andere Akkus, also die muss man einstecken. Passen aber auch 2 nebeneinander rein, nicht hintereinander. Sieht ein bisschen anders aus und er hat ein anderes Display und keine App-Anbindung. In der von mir gefahrenen 4 Kilowatt-Variante ist man an der Ampel immer Erster und fährt reale Geschwindigkeit, GPS gemessen, ungefähr 47, während das Display bis zu 54 anzeigen kann. Im Winter aber auch mal gern nur 49 oder 50. Reichweitenmäßig haben wir pro Akku mindestens immer 30 Kilometer. Bei 6 Grad waren es bei mir so 35, 36 Pi mal Daumen. Wenn es wärmer wird, also bei 25, 30 Grad, sind aber 45 Kilometer absolut realistisch. Und das sage ich als jemand, der jetzt nicht unbedingt ganz leicht ist. Ich habe es tatsächlich in meiner Zeit nur einmal geschafft, den Akku leer zu fahren und bin ungefähr 500 Meter vor meinem Ziel liegen geblieben. Da ist der Akku aber im Winter auch schon bei 9% ausgegangen. Das lag aber wahrscheinlich auch dran, dass ich den Akku im Roller gelassen hatte und der auch entsprechend kalt war und dann natürlich nicht die komplette Kapazität freigelassen hat. Es gibt 2 Akkusteckplätze. Wir müssen es aber manuell wechseln, wenn einer leer ist, ne? Von vorn nach hinten und hinten nach vorn. Aber ansonsten ist das Ding ziemlich intelligent. Wir haben eine verbaute SIM-Karte für Software-Updates. Ist quasi ein Smartphone, nur ohne Kamera und Instagram und Angry Birds. Es gab auch durchaus ein paar Software-Updates, aber die meisten waren irgendwelche Fehlerverbesserungen. Und die paar Funktions-Updates, die es gab, hatten was mit der App zu tun. Das heißt sowas wie An- und Ausmachen mit der App, den Standort rausfinden mit der App, ihn in den Ruhemodus bringen mit der App und so weiter. Aber auch versprochene Features wie Key-Sharing mit der App und auch sowas wie Navigation warten wir bis heute. Aber hey, mit fliegenden Autos und Hoverboards sieht es ja auch nicht anders aus, oder? Was man wissen sollte, bevor man den Uno kauft. Er hat 2 interne Akkus verbaut, die einmal den Roller steuern, dass man ihn an- und ausmachen kann, und einmal die Funkverbindungen. Und auf die muss man ein bisschen Acht geben, ja? Weil die gehen leer, wenn kein Akku drin ist. Das dauert so ungefähr eine Woche. Und das heißt, nach einer Woche sollte man irgendwie mal wieder gefahren sein. Wenn man das nicht tut, gibt es den Ruhemodus, dann halten die internen Akkus ungefähr 100 Tage. Wenn man den nicht aktiviert, dann gehen die bei 25% in den Ruhemodus. Ja, und dann braucht er ungefähr 1% pro Tag. Wenn man unter 5% bei den internen Akkus kommt, dann wird es ein bisschen schwieriger, die aufzuladen. Und dann muss ich wahrscheinlich dafür eine Werkstatt aufsuchen. Oder wenn ich Pech habe, sogar den internen Akku wechseln. Also seid da vorsichtig. Ich hatte bei mir jetzt persönlich noch nie Probleme. Ich nutze das Ding ausreichend. Und wenn ich es halt nicht getan habe, weil ich mal 2 oder 3 Wochen nicht da war, dann habe ich ihn in den Ruhemodus gebracht und dann war das kein Problem. Das Lenkerschloss geht nur rein, wenn man den Roller beim Ausschalten komplett nach links einlenkt. Ein bisschen wie so ein quengelndes Kind, was nur dann mitmacht, wenn es bekommt, was es will. Yeah.
Wie fährt das Ding nach 2 Jahren? Also der hintere Stoßdämpfer ist immer noch relativ hart. Der vordere ist immer noch meiner Meinung nach sehr gut. Das Ding ist immer noch relativ wendig und agil, wobei man sagen muss, dass der Wendekreis einfach wirklich groß ist, weil man den Lenker nicht so weit einschlagen kann. Es gibt nur einen Ständer, das ist der Seitenständer. Da steht das Ding sicher drauf, aber das Problem ist, nach meinem Unfall ist der bei mir mal abgefallen, weil die Schraube locker geworden ist, als sie den gewechselt hatten. Und das Ding ist, wenn du halt nur einen Ständer hast und der geht nicht mehr, kannst du den Roller nicht mehr hinstellen. Was ein bisschen beschissen ist, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Aber wenn er geht, und das ist natürlich die meiste Zeit, dann einfach Ständer hochklappen und dann losfahren wie so ein Raumschiff, nur ohne Countdown und lästige Schwerelosigkeit. Die Rekuperation funktioniert nicht, wenn der Akku zu kalt ist und auch nicht, wenn er zu heiß ist. Wobei man sagen muss, wenn man jetzt bei warmen Temperaturen fährt, wird er tatsächlich beim Fahren ziemlich heiß. Und vor allem an warmen Tagen habe ich manchmal gedacht, ha, das ist bestimmt nicht ganz so gesund für den Akku. Aber ich meine, wo will man da eine aktive Kühlung einbauen? Meine Akkus haben ja jetzt doch schon ein paar Zyklen runter, also vielleicht 10% ihrer Lebenskapazität, die man so sagen könnte. Und bisher kann ich nicht feststellen, dass es irgendwie einen Abfall an Reichweite gab. Abschließend vielleicht noch dazu, Blinker macht keine Geräusche, wird nur auf dem Display angezeigt, hat dazu geführt, dass ich es doch ab und zu mal vergessen habe, ihn auszumachen, bis ich wieder runterschaue, was ich ja auch sollte. Und ich habe mir auch den Beinwärmer gekauft, was super praktisch ist, um auch bei kühleren Temperaturen zu fahren. Der von UNU sieht sehr schick aus und den habe ich auch da auch selber gekauft. Allerdings ist er doch recht teuer, aber passt halt super an den UNU. Eine meiner Lieblingsfunktionen vom UNU ist das Laden, denn ich nehme den Akku einfach am Griff raus und stelle ihn in die Ladestation und die braucht zwar mit 7 Stunden eine Weile, um den komplett aufzuladen, aber macht es halt komplett leise, was so anders ist als die meisten Elektro-Zweiräder, die ich bisher hatte, die immer einem mit ihrem Föhn entgegengeblasen haben. Und das Schöne ist, der zeigt auch mit einer LED obendrauf an, mit einem Ring, wie voll der Akku gerade ist. Und ich kann das auch mit dem Knopf ausschalten, dass wenn ich neben dem Akku pennen muss, ich das trotzdem nicht mitbekomme. Und das ist halt für mich mega geil, weil die Idee halt wirklich ist, kommst abends heim, Akku in die Ladeschale und morgens ist er wieder voll. Meine persönliche favorisierte Ladelösung von allen Zweirädern, die ich bisher getestet und gefahren habe. Jeder Akku wiegt 10 Kilogramm und hat zwischen 1,7 und 1,8 Kilowattstunden Kapazität. Das bedeutet, bei einer Reichweite von 40 Kilometer pro Akku, was durchaus realistisch ist, und Stromkosten von 40 Cent pro Kilowattstunde, liegen wir hier bei ungefähr 1,80 Euro Stromkosten auf 100 Kilometer, was ich denke einfach ein fantastischer Wert ist. Die bereits schon angesprochene App kam ein paar Monate nach Launch des Rollers raus und hat jetzt Stand April 2023 folgende Features. Ich kann den Roller an- und ausschalten. Ich kann ihn auch in den Ruhezustand bringen und darf ihn wieder aufwecken. Ich kann mir Informationen zum Akkustand vom Fahrakku, also dem reinlegbaren und dem internen Akku anzeigen, entweder via Bluetooth direkt oder auch stündlich aktualisiert via SIM-Karte, wenn er nicht im Ruhezustand ist und der Akku drin ist, ansonsten nur einmal täglich. Ich kann den aktuellen Standort auf einer Karte ansehen, kann mir Fahrstatistiken inklusive aktuellem Kilometerstand anzeigen. Ich kann mit dem Support Kontakt aufnehmen und mir Informationen zum Roller holen, also sowas wie Anleitung und FAQ. Bevor wir jetzt über die Kosten sprechen, die der Roller bei mir verursacht hat, mal so ein paar Probleme, die ich damit hatte, und da sind doch ein paar. Also zum einen bin ich natürlich einmal gestürzt, die komplette Reparatur, also waren so ein paar Sachen, die wir angemalt haben, ein, zwei Teile wurden ausgetauscht, wie zum Beispiel der Ständer, waren ungefähr 200 Euro, aber das ist ja jetzt meine Schuld, muss man ja nicht machen. Ne? Einmal ist mein Lenkerschloss ausgefallen, das wurde kostenlos gefixt, dann wurde mein Ständer mal neu gefixt, weil die Feder abgefallen war und der dadurch nicht mehr oben hielt. Ansonsten gab es auf Garantie ein neues Rücklicht, weil bei mir mal Wasser reingekommen ist, das wurde also getauscht und auch der eine interne Akku ist bei mir mal irgendwie leer gegangen, der für die Kommunikation zuständig war, das heißt, ich hatte eine Weile lang keine SIM-Karteninformationen, konnte mich auch nicht mit meinem Handy verbinden, der wurde kostenlos getauscht. Dazu sei aber gesagt, ich habe einen der allerersten Roller, die von UNU kam, und ich weiß, dass sie inzwischen super viele dieser Probleme gefixt haben, weil sie wirklich auf das Feedback gehört haben, und ich habe auch neue Teile gesehen, die anders aussahen, um halt diese Sachen zu verbessern. Das heißt, heute sollte es hoffentlich nicht mehr vorkommen. Der Hauptakku entlädt sich mit 10-15% pro Tag, wenn er im Roller ist. Das heißt, er hat ein bisschen so eine Allergie, im Roller zu sein. Deswegen habe ich meinen auch eigentlich immer in der Wohnung oder ich fahre halt damit, aber nie im Roller. Es gab auch ein paar Softwarefehler. Zum einen war ein paar Mal die Mobilfunkverbindung weg, da muss man den einmal hart neu starten. Und was ich jetzt auch heute nochmal hatte, war, dass einfach die komplette Beleuchtung des Rollers ausgefallen ist. Keine Ahnung warum, ein Neustart hat es auch behoben, aber den Fehler hatte ich jetzt schon zweimal, und wenn man den nicht
nicht bemerkt, weil der einem auf dem Display nicht angezeigt wird, dann fährst du halt ohne Beleuchtung rum, was erstens nicht legal ist und zweitens kann auch niemand sehen, dass du blinkst, was halt auch scheiße ist und nicht sicher. Der Support war nach anfänglichen Schwierigkeiten bei mir auch meistens relativ gut erreichbar. Telefonisch habe ich es nie probiert, aber über die App habe ich eigentlich immer innerhalb von 24 Stunden eine Antwort bekommen. Aber ihr seht schon, in den letzten 2 Jahren war das Ding nicht nur zur Inspektion, sondern tatsächlich einige Male in der Werkstatt. Wie gesagt, einer der ersten Roller. Trotzdem schon nicht ohne. Es wurden aber auch mal Teile verbessert. Zum Beispiel habe ich hinten mal eine neue Befestigung bekommen, damit der Sitz besser hält. Was hat mich der Roller also gekostet? Wir haben 2-mal Inspektion, sind ja 2 Jahre, die dritte steht jetzt an, für jeweils etwas über 70 Euro. Dann die Versicherung kostet pro Jahr ca. 50 Euro, ein bisschen abhängig, wie alt man ist. Ich habe den Roller jetzt bei mir freiwillig zugelassen, deswegen hat er auch ein richtiges Kennzeichen. Damit habe ich Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2, kann aber die THG-Quote beantragen, weil ich quasi Zertifikate produziere, weil ich damit halt fahre, anstatt Auto zu fahren, I guess. Der UNO-Roller ist damit so ein bisschen ein umweltfreundlicher Robin Hood. Der nimmt also das Geld von den bösen CO2-Produzenten und gibt es den armen THG-Quotenbeantrager. Die Versicherung ist dadurch jetzt bei mir ein bisschen teurer. Ich zahle ungefähr 83 Euro im Jahr, aber die THG-Quote hat mir für 2022 410 Euro gebracht und für 2023 habe ich jetzt noch 250 Euro bekommen. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil es halt immer mehr E-Fahrzeuge gibt, aber sind immer noch alle Kosten, die ich mit dem Roller habe, damit eingebracht. Und das ist stark. Übrigens, falls sich jemand fragt, die freiwillige Zulassung. Ich habe bei mir ein 180 x 130 mm großes Kennzeichen dran, weil es genauso hoch ist wie die Versicherungskennzeichen. Ich habe jetzt also knapp 4500 Kilometer runter und damit ja um die 85 bis 90 Euro an Stromkosten gebraucht. Ich habe allerdings noch einen sehr guten Stromvertrag und damit nur ungefähr 50 Euro bezahlt, was halt für 4500 Kilometer einfach nichts ist. Alles in allem hat mich der Roller also sage und schreibe 453 Euro gekostet, plus den Beinwärmer, den ich mir noch gekauft habe. Aber die THG-Quote hat mir bisher 660 Euro eingebracht. Das heißt, ich bin abgesehen vom Wertverlust komplett kostenlos gefahren. Im Fazit bin ich sehr zufrieden mit dem Aussehen vom Roller, sehr zufrieden mit dem Stauraum, den er hat. Das ist ein bisschen wie so ein Magietrick, den er hat. Eine Sesam öffnet dich. Und bisher ist auch noch nichts aufgrund der Alterung des Rollers kaputt gegangen, was ja nach 2 Jahren eigentlich auch nicht sein sollte. Alle Teile, die irgendwas hatten, war irgendwie ein Defekt, der auf UNO zurückzuführen war, auf irgendwas, was da war. Und die Teile wurden auch ausnahmslos einfach kostenlos getauscht. Und damit spult der Roller Kilometer nach Kilometer ab. Leider kann ich keines meiner Kinder darauf mitnehmen, was echt schade ist. Aber abgesehen davon nutze ich den halt wirklich viel. Ich habe mir extra die Beindecke gekauft, um auch jeden Tag mehrmals zum Lüften hier zum Haus zu kommen. Und das war wirklich eine gute Entscheidung. Wie gesagt, der Beinwärmer relativ teuer, aber man kann damit halt wirklich, ich bin bei 1 Grad problemlos gefahren. Den Beinwärmer, ich würde wirklich nicht mehr ohne, vor allem bei kalten Temperaturen und auch bei Regen. Aber die große Frage, würde ich den Roller wieder kaufen? Ich sag mal, der ist ja ein bisschen wie so Schokolade, ne? Man weiß, es ist vielleicht nicht die gesündeste Option, aber man kann einfach nicht widerstehen, also definitiv ja. Ich feiere den Roller sehr. Er ist nicht perfekt und es ist auch bestimmt nicht der günstigste Roller, den man sich kaufen kann, aber durch den Stauraum halt einfach einzigartig. Es gibt nur den einen Segway-Roller, der stauraummäßig einigermaßen daran kommt. Aber ich finde einfach, der sieht besser aus. Deswegen, ich würde ihn wieder kaufen. Er gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn ihr auch ein elektrisches Fahrzeug habt oder sagt, ich würde meinen Roller auch gern freiwillig zulassen, einfach eure Zulassungsstelle anschreiben. Die sagen euch, welche Papiere ihr mitbringen müsst, da zur freiwilligen Zulassung. Und ob ihr das Ding auch mal vorführen müsst, dann könnt ihr euch das entsprechende Kennzeichen holen, hinten drauf machen, dann mit der entsprechenden Versicherung. Und dann könnt ihr auch die THG-Quote beantragen. Ich lasse euch mal einen Link in der Beschreibung, wo ich das gemacht habe. Und ja, das war einer der besten Anbieter, den ich gefunden habe. Und falls ihr euch noch für den Segway-Roller interessiert, lasse ich euch hierzu mal noch das Video da. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Thank you.